beste Steckdose ever. Hallo, ich mache heute ein Challenge-Video mit der Jenny und für ihren Kanal. Und deswegen habe ich mir gedacht, da mache ich auch direkt ein Challenge-Video mit ihr für meinen Kanal und dann auch mit unserem quasi Kameramann Marco. Der ist dann bei mir auch bei dem Challenge-Video dabei. Und wir sind gerade bei meiner Uroma zu Hause, also in, ihrem alten Haus. Sie wohnt ja jetzt nicht mehr hier drin, weil sie ja tot ist. Ja, Jenny und Marco bauen gerade schon mal was unten auf. Ich habe auch schon aufgebaut, also ich mache auch was. Und ich mache jetzt mal eine kleine Roomtour hier, aber das finde ich mega cool hier oben. Also hier oben einmal so voll das alte Zeug. Aber dann gehen wir jetzt erstmal runter. Ich zeige euch jetzt allererstes Mal natürlich die Küche. Die Küche ist hier. Hammer. Und hier habe ich direkt natürlich die Ditch-Station mehr oder weniger aufgebaut. Ditch-Station steht. Ich gehe jetzt mal zu den anderen Beinen. Hier sieht es ein bisschen komisch aus, weil wir ein bisschen umgeräumt haben. Hier ist der Fernseher einfach mal auf dem Boden. Und hier liegt Chaos und da ist Chaos. Und jetzt müsst ihr zwei gleich mal ganz schnell winken, ohne einstudiert zu wirken. Was macht ihr denn da? Ja, toll. Und, komm schon, ist da keiner. Ja, wir bauen jetzt hier gerade auf. Jenny hat schon mal den Tisch schön schick gemacht. Ja, ich habe einfach alles draufgestellt, weil ich mir dachte... Schau mal, jetzt ist der schön drauf. Pink. Ja. Ja, schön. Alles unecht. Nein, alles muss ich kaufen. Außer die Mehlwürmer, die sind echt. Wo haben wir noch eine Steckdose jetzt hierfür? Ja. Irgendwie haben wir keine Steckdose. Ja, da sieht man auch das Kabel, oder nicht? Jetzt so machen das die Profis. Ah, ja. Wir haben hier drei in diesem Raum. Voll episch jetzt. Drei Steckdosen. Wo ist die andere? War die jetzt hier drunter? Ja, die andere ist toll. Arbeite mal. Ich arbeite. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir basteln gerade an unserem Mikrofon rum, weil wir gerade festgestellt haben, dass die Jenny ihren halben Kram vergessen hat und was Melina ihren halben Kram vergessen hat. Was? Ich habe alles dabei. Ich habe mein Stativ wenigstens dabei. Und dass ich den ganzen Kram gar nicht besitze, den wir hier brauchen. Und wir wollten das Mikrofon, also das war der Plan von Jenny, dass wir dieses Mikrofon demontieren und mit diesem wunderhübschen Alu-Tape oben an die Decke heften und dann mit Reißzwecken dieses Alu-Tape fixieren und das Mikro dann praktisch hier irgendwo rum. Hängt, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Können wir nicht das nehmen? Doch. Ein Pixel R-Kabel. Das können wir auch noch. Mediengestalterin im ersten Lehrjahr, ja. Wir können auch mit nassen Marshmallows das probieren. Klebeband. Die Profis am Werk. Das funktioniert niemals. Das fällt jetzt 2 Sekunden gerade dann mitten in der Aufnahme. Hier und. Das sieht doch toll aus. Ja. Gut, dass ich nicht hier sitzen muss gleich. Jetzt sitzen wir hier im Auto von Jenny. Jenny hat ein Cabrio, das ist schön. Guck mal, wo ist der Marco? Wo ist der Marco? Wo ist der Marco? Und das ist die Jenny. Oh, und das ist mein Handy. Und wir fahren jetzt zum einzigsten Burger King im Kreis Heinsberg, und weil wir Hunger haben und wir haben noch nichts gedreht. Ich wollte für einen Kumpel eigentlich voll das coole McDonald's-Spielzeug kaufen. Und zwar, weil er heute seinen Geburtstag feiert und wollte ihm das mitbringen. Dann habe ich mir ein Happy Meal gekauft. Ja. Good morning. Dann habe ich mir ganz brav ein Happy Meal gekauft. Und was ist? Die haben gar nicht mehr das Spielzeug. Und jetzt habe ich mir ganz umsonst eine Apfeltüte gekauft für 4 Euro. Doch, 4 Euro. Weil das scheiße. Hey, ich kann mit der Kamera nicht umgehen. Da ist Marco. Jetzt kommt nicht mal ich bin das Beste, na, wie der Welt. Meine Haare sind schon ganz aus. Kleines Update. Übrigens haben wir jetzt doch nicht hier in der Mitte baumelnd ein Mikrofon. Dafür aber Probleme mit der Decke. Aber es ist nicht gefallen, ne? Das ja, so. Jetzt wäre die Lampe fast runtergefallen. Ja, das Mikrofon ist nicht runtergefallen. Wir mussten es leider verschieben, haben dann gemerkt, die Decke hat ein bisschen mitgemacht. Nee, doch nicht. Mal, übrigens möchte ich es mal zeigen. Ja? Also hier ist die Jenny jetzt, hier so. Hier. Kamera hier so. Und da ist das Licht. Und da ist ein Kreuz. Und da ist der Marco, der freut sich schon total, Wolle. Und hier ist das Mikro.
Und da ist die andere Kamera. Aber beste Steckdose ever. Die fällt auch gar nicht auf. Die hat irgendwie Stil. Ich darf mich endlich abschminken. Aber zuerst kopieren wir noch die ganzen Audio-Dinger hier. Und, Siehst du behindert aus, so Jacke auf Du siehst Jacke? Immer behindert aus, Bitch. So Jacke auf Jacke. Und jetzt machen wir die nächste Challenge für meinen Kanal. Auf jeden Fall die Challenge, mega viel Spaß gemacht. Ich bin klitschnass, eben meine komplette Schminke ist im Arsch. Meine Hose, ich gucke mal ins Licht, damit man das sehen kann. Was sieht man uns denn? Also hier ist es trocken und hier ist es nass. So. Jenny hat mir genau in den Schritt gespuckt. Und hier ist es wieder trocken. Wir sind also ganz schön nass geworden. Und auch hier oben, aber das will ich jetzt niemandem zeigen. Nee, liegen hier schon wieder Zigaretten rum. Marco, warum lässt du immer deine Zigaretten hier rumliegen? Das ist eine Angewohnheit von mir. Ja, schlechte Angewohnheit, schlechte Angewohnheit. Jenny! Du musst mir helfen, meine Haare durchzubürsten. Ich komme da nicht dran. Das ist genau die Stelle, wo ich nicht dran komme. Da sind fette Knoten. Meine Mama macht das normalerweise immer. Wann wirst du endlich mal erwachsen, Melina? Wir hinterlassen ein sehr nasses Feld. Ich hoffe, das trocknet, bevor es meine Oma sieht. Nee, klebrig nicht unbedingt, oder? Das ist ja nur Wasser. Nein, klebrig. Ich hab ja, also wir haben jetzt die Challenge hier für mich auch gemacht, ne? Hui! Und wir räumen jetzt gerade quasi auf und hauen dann ab. War cool, fand ich. Also falls du nochmal irgendwelche komischen Challenge-Ideen hast, ne? Marco freut sich. Und Vloggen ist auch super, cool. Man fühlt sich die ganze Zeit überhaupt nicht blöd, wenn man die ganze Zeit die Kamera auf sich richtet. Ja, muss jetzt was reden. Nein. Das hier war das Set, ja? Das hier war das Set. Scheiße, man sieht ja gar nichts. Da, hier, wo ich mich gerade befinde. Oh, ich hab so kurze Arme. Mach mal ein Making-of. Hier, wo ich mich gerade befinde, war das Set. Und ja, hier so, ne? Das ist der Markus, die Melina. Das ist unsere Markus Lampe, gesagt. Das ist unser kleines Fenster. Nein, ich habe Marco gesagt. Okay. So, aber zeige ich euch mal, wie es hinter den Kulissen aussieht. Scheiße. So, McDonald's, Burger King, künstliche Blumen. Haben wir jetzt hier Lichtausfall oder? Ich habe echt, ne? Wow. Tschö, bis zum nächsten Mal.